Der Franzose Ben Lecomte will als erster Mensch den Pazifik durchqueren und dabei auf die Verschmutzung der Weltmeere aufmerksam machen. Der 51-Jährige startete sein Unternehmen am Dienstagmorgen um 9,00 Uhr Ortszeit, 2,00 Uhr MEST in Tokio. Nach rund einem halben Jahr und 8.851 Kilometern will er in San Francisco wieder an Land gehen. Auf dem Weg nach Kalifornien passiert Lecomte unter anderem den Nordpazifik, wo sich vermehrt Mikroplastik in großer Dichte angesammelt hat, der sogenannte große Plastikmüllfleck. Diese Müllinsel ist rund 16 Mal so groß wie Österreich. Begleitet wird Lecomte von einem sechsköpfigen Expertenteam auf einem Segelboot, auf dem er schläft und isst. Die Crew wird während des Abenteuers Wasserproben sammeln, um mehr über das Mikroplastik in den Gewässern zu erfahren. Auf seinem langen Weg will der Abenteurer täglich 8 Stunden schwimmen. Angepeilt sind 48 Kilometer pro Tag, dabei verbrennt er rund 8000 Kalorien. Für Lecomte ist ein solch gewaltiges Unternehmen nicht neu, bereits 1998 durchschwamm er den Atlantik.